Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja mal zu einer etwas anderen Review, würde ich mal so sagen. Gameplay-Review kann und darf ich leider noch nicht machen zu Little Big Planet 3. Das wird denn, sobald es denn richtig auf dem Markt ist, denke ich mal auch noch kommen, wo wir denn mal eine Stunde oder anderthalb Stunden spielen werden. Aber jetzt darf ich leider nur maximal 10 Minuten Videomaterial veröffentlichen und so viel Bilder zeigen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schneide da mal ein bisschen was zurecht. Ich habe Little Big Planet gespielt. Ich habe es auch Koop gespielt und habe da so ein bisschen was aufgenommen. Ich werde auch nur aus den ersten 1 bis 2 Leveln was nehmen, um nicht zu viel am Anfang gleich zu spoilern. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß bei 10 Minuten Gameplay-Material. Ich werde auch noch nebenbei ab und zu was dazu erklären. Viel Spaß! So, da fangen wir auch mal an. Ich bin da jetzt gerade in der Zentrale. Die wollte ich euch auch unbedingt mal zeigen, weil die sieht jetzt sehr aufgehübscht aus, finde ich. Man hat jetzt eine nach draußen Sicht. Nicht nur so Weltall, sondern auch mit Haus und Garten. Finde ich sehr schick. Auch der neue Mond und die Erde ist sehr schön gestaltet. Da kommen wir gleich dazu. So, und da sind wir auch schon auf der Erde. Wie ihr seht, habt ihr jetzt nicht eine pure von oben drauf sich, sondern schräg oben und etwas näher dran als bei 2 und 1. Da gehe ich jetzt mal komplett hin, da seht ihr das jetzt. Und dann kann man da zwischen den einzelnen Levels hin und her wechseln. Finde ich sehr schön gemacht. Finde ich jetzt besser als bei Little Big Planets 1 und 2. So, hier sind wir schon im zweiten Level. Und ich werde jetzt hier gleich in ein Level reingehen. Da möchte ich euch gerne unbedingt was zeigen. Und zwar dieses. Da wird mir jetzt angezeigt, dass jemand schon in diesem Level ist und es spielt. Und dann kann ich mich dafür entscheiden, demjenigen beizutreten oder alleine solo zu spielen. Oder wenn ich halt schon Leute mit bei habe, mit diesen alleine zu spielen. Finde ich sehr geil. Dadurch kommt der Community-Faktor im Spiel erst richtig zur Geltung und richtig raus. Weil man kann dann ablehnen, man kann zusagen, man kann auch in den Einstellungen einstellen, dass man dann sagt, egal wer bei mir zujoinen will, kann er machen. Und dann kommen einfach mal wildfremde Leute und man kann mit denen spielen. Und so kann man halt auch andere PlayStation-User kennenlernen und vielleicht auch noch nette Spielfreundschaften finden, würde ich jetzt mal so sagen. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum nächsten. Da sind wir auch im Spiel, im zweiten Level bei Zoom Soms. Das ist ein Händler. Also man muss jetzt nicht mehr nur im PlayStation Store kaufen, man kann auch hier kaufen, im Spiel direkt, mit goldenen Glocken, die man hier im Spiel sammelt. Da stehen wir jetzt auch drin, ich habe mal ein bisschen geschnitten, weil ich kann euch ja nicht so viel zeigen. Und dieses werde ich mir nachher noch kaufen. Und rechts seht ihr praktisch die Figur, wie es aussieht denn. Und oben sind die Bilder davon. Das ist jetzt von dem Begleiter. Da werde ich mir nachher so ein Mops-Kostüm noch holen. Das habe ich aber nicht aufgenommen. Oder habe ich doch irgendwo, glaube ich, aufgenommen. Und wenn man halt hier 5 Gegenstände kauft am Stück, also nicht nacheinander, also immer wieder rein und raus gehen, nein, am Stück, bekommt man so ja noch was geschenkt, einen magischen Gegenstand. Diesen Mops werde ich mir nachher dann noch kaufen und gleich kaufe ich mir den Wolf. Und da finde ich wiederum richtig geil, dass der Sackboy nicht aussieht wie Sackboy, denn er sieht wirklich aus wie der Wolf mit so einem Kopf oben drauf. Finde ich richtig nice. Also nicht so einfach nur so Aufkleber, was man sonst kennt, dass man den halt im Spiel irgendwelche Aufkleber und den kann man auf seinen Sackboy raufklatschen oder so. Nein, hier ist es ein komplett vollwertiges Kostüm. So, und jetzt werde ich das mal anwenden. Na komm. Und man findet auch noch Gratis-Kostüme so im Spiel. So wie ganz unten die eine da. So, und da werde ich jetzt den Wolf nehmen. Zack.
Und da bin ich, der Wolf. Wir verwenden nun. Nun geht es aber auch endlich los mit reinem Gameplay-Material. Ich werde jetzt so 3-4 Minuten zeigen. Ich muss erstmal ausrechnen, wie viel ich noch darf. Und ich werde euch 3-4 Minuten in etwa zeigen, wie ich mit dem ersten Begleiter rumrenne. Weil ich will euch ja auch nicht zu viel spoilern. Ich bin wieder mit dem Blue unterwegs, wie ihr seht. Und ich muss echt sagen, ich bin vom neuen Little Big Planet absolut begeistert. Es macht megamäßig Spaß, außer wenn ich mal wieder sterbe, wie gerade eben. Es macht megamäßig Spaß. Die Grafik sieht richtig geil aus. Da haben sie ordentlich was draufgepackt. Hast du nichts Besseres zu tun? Und ich habe auch gedacht, Mensch, wo ich gehört habe, ein neues Little Big Planet, da kann man nicht mehr viel verbessern, weil die anderen waren ja schon gut. Aber hier haben sie nochmal ordentlich was draufgepackt. Hier ist noch einiges, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Weil sonst könnte ich euch nicht genug Gameplay-Material zeigen, weil ihr wollt ja mal Gameplay-Material sehen und hören und sehen, wie das Spiel nun ist. Und wenn ich euch da alle neuen Features gezeigt hätte, Newton kreativ am Ende. Lesen Sie alles darüber. Ja, hört er da oben, sammeln wir schon wieder Glocken. Man kann nämlich hier auch Nebenmissionen, da kommen wir jetzt gleich hin. Da seht ihr jetzt gleich so eine Nebenmission. So. Wir für diese Murmel hoch hinaus. Nee, das ist eine Hauptmission. Das ist eine Hauptmission. Da müssen wir hoch. Den Baum. Da müssen wir halt 3 Kugeln sammeln in dem Level, um diesen Begleiter zu bekommen. Das ist eine Nebenmission. Irgendwie ein Autorennen. Das habe ich nicht gespielt. Wir haben dafür was anderes gespielt. Weil hier wollte ich nur ein bisschen Gameplay-Material sammeln für euch und deswegen habe ich es da nicht gespielt. Finde alle 3 Murmeln, um Ozok zu wecken. Zum Rennen drückst du den linken Stick in die gewünschte Richtung. Du kannst von Wänden abspringen. Wow! Drücke einfach die Aktionstaste, wenn du eine Wand berührst. Wusstest du, dass du Wände hochflitzen kannst? Wahrscheinlich nicht. Tja, jetzt weißt du's. Wenn du Wände hinuntergleitest, drücke den linken Stick zum Beschleunigen. Ha? Cool. Ha? Ha? Thank you.
Das war nun der kleine, aber feine Ausblick auf Little Big Planet 3, was demnächst für PlayStation 3 und PlayStation 4 erscheinen wird. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Ich suchte es noch. Am besten ist es, wenn man es wirklich zu zweit spielt. Und da gibt es wirklich so viele Verbesserungen. Ich konnte die in den kurzen Gameplay gar nicht alle erwähnen, weil ich wollte ja auch noch nur Gameplay-Material zeigen. Dann habe ich auch so ein bisschen was geschnitten. Ihr habt ihr gesehen, zwei so kleine Levelchen waren das. Also das sind große Level, aber halt nur so zwei kleine Abschnitte gewesen. Wegen der Musik mit Mr. Sandman und Sandman und so. Und da wusste ich nicht ganz genau. Und da habe ich gedacht, naja, wegen Content-ID lieber nur kurz nehmen. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Aber es ist wirklich, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Ein Hammerspiel und Sony hat sich da wieder Sachen einfallen lassen. Es ist einfach geil. Man hat jetzt Begleiter, die verschiedene Fähigkeiten haben. Die Begleiter kann man anpassen. Man kann sich selbst wie immer anpassen. Das Ganze kommt meines Erachtens nach genauso agil rüber wie damals Little Big Planet 1 und 2. Die Steuerung aber läuft etwas flüssiger. Also es lässt sich irgendwie. Also entweder sind meine gefühltes Empfinden, aber der Blue hat es auch gesagt, es lässt sich definitiv etwas flüssiger steuern als Little Big Planet 1 und 2. Was ist noch mit bei? Wir haben jetzt Nebenquests. Man hat jetzt nicht nur die normalen Quests, also die normale Story, die man spielt, und dann halt später, wenn die Community erstmal aufgebaut ist und man seine eigenen Levels gemacht hat, hat man dann ja auch noch die Community-Levels, die man spielen kann. Nein, man hat hier auch noch Nebenmissionen im Hauptspiel. Wie das jetzt bei den Community-Levels sein wird, weiß ich nicht. Ich habe leider noch kein Level gemacht. Ich habe es jetzt erstmal nur so gesuchtet. Die Grafik ist wesentlich besser geworden. Ist ja auch PlayStation 4 Full HD. Es ist logisch. Die PlayStation 4 hat mehr Power. Also es sieht sehr, sehr beeindruckend aus und es macht megamäßig Spaß. Was jetzt auch gut ist, will ich auch noch erwähnen. Früher gab es ja bei Little Big Planet 1 und 2 diese Passagen, wo man nur durchgekommen ist, wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert war. Hier gibt es sowas gar nicht mehr. Hier gibt es definitiv nur noch zu zweit. Man muss nur noch zu zweit sein, um irgendwo hinzukommen. Zu dritt und zu viert gibt es nicht mehr. Also ich habe jedenfalls keins gesehen. Und der Blue auch nicht. Ja, ist ein sehr agiles Spiel, habt ihr ja gesehen. Es läuft flüssig. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und kann euch dieses Spiel echt nur ans Herzen legen. Ich bin 33, ich spiele es trotzdem. Viele sagen, es ist ein Kinderspiel. Pff, Blue ist auch was älter, der spielt es auch. Es macht einfach megamäßig Spaß. Und es ist ein Spiel aus dem Hause Sony und die sind meistens wirklich sehr gut umgesetzt. Ja, kann man nun mal nicht anders sagen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich hoffe, ich kann dann noch demnächst, wenn das Spiel dann richtig offiziell auf dem Markt ist, noch eine Gameplay-Review machen. Da werde ich dann wahrscheinlich das irgendein Level dritte oder vierte oder erste oder zweite nochmal spielen, um nicht zu viel zu spoilern. Obwohl da passiert ja nicht so viel am Anfang, wo man sagen, also im Level direkt, wo man sagt, da spoilert man. Die Story kann man ja dann wegschneiden, das ist ja nun nicht das Problem. Ja. Das soll soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.